weil die Tiroler nach Südtiroler und damit Südtiroler Münzgeschichte ist eine sehr wesentliche, die wir sozusagen auch unserer Bevölkerung näher bringen wollen. Dabei ist immer auch der pädagogische Ansatz sehr wichtig. Also wir arbeiten mit sehr vielen Schulen und vermitteln also auch so unsere Geldgeschichte. Da haben wir eine schöne Ansicht der Stadt Hall, die sich ja im Wesentlichen nicht sehr verändert hat. Wir sind ja die größte Altstadt Westösterreichs. Und Sie feiern ja heute in dieser wunderschönen Stadt. Und da geben wir also unseren Besuchern einen kleinen Ausblick. Unser Museum wird geführt mit mündlichen Führungen, es war auch mit einem Audio-Guide-System. Das gibt es also in Italienisch, Französisch, ein bisschen Spanisch, gehen wir sogar. Und eine Kinderführung ist also für die Kleinsten da. Ja?